Hallo, grüß euch, wir sind's, die Marlene und der Gusti von der Bar Filmreif in St. Georgen im Attergau. Uns gibt es ja mittlerweile schon seit über 4 Jahren. Und wir erzählen euch jetzt ein bisschen was über uns, über die Bar und wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Nach ein paar Jahren haben wir uns gemeinsam, nachdem wir festgestellt haben, wir arbeiten sehr gut zusammen, natürlich die Frage gestellt, wo wollen wir hin, wo soll es weitergehen, und im Endeffekt bei einem Liter Sangria in Gran Canaria dann beschlossen, wir machen uns nochmal selbstständig, wir machen nochmal unser eigenes Bar. Dass das Lokal da drin früher mal in den 80er Jahren Kino war, in den 70er ein großes Kino war, nehmen wir das Konzept. Hat einmal mit Kino was da und dann Film und dann sind wir irgendwie auf den Namen Filmreif gekommen. Grundsätzlich habe ich das in den letzten 14 Jahren immer so gemacht, dass ich lokal so betreibt, wie es mir Spaß macht. Sagt jetzt komisch, aber es ist so. Also wichtig ist, dass es mir uns Spaß macht, dass wir halt einfach gerne herin sind. Also nachdem wir sehr viel Live-Musik da haben und Bands, was bei uns spielen aus Österreich, spielen wir auch immer wieder die Alben und die Songs von Jana bei uns im Lokal, weil es einfach eine super Abwechslung ist. Und die Live-Musik ist ganz ein großes Thema bei uns. Wir haben es jetzt mal ausgerechnet, in den 4 Jahren, in denen wir das Filmreif jetzt betreiben, haben wir über 180 unterschiedliche Musiker, Bands, Künstler da gehabt, die bei uns aufgetreten sind. Es liegt uns einfach am Herzen und deswegen machen wir das auch. Wir machen es gern, weil es gibt keine schönere Arbeit, keine klassere, wo du direkt das Feedback kriegst von deinen Gästen, wenn du es geschafft hast, dass du für sie einen klassen Abend gemacht hast. Für uns gehört da einfach viel mehr dazu. Da gehört der direkte Kontakt zu den Gästen dazu, da gehört eben das dazu, was sich auch voll bewährt hat, dass wir wahnsinnig viele Stammgäste haben inzwischen. Und das schon das Schönste ist, wenn die einfach immer wieder da sind. Das ist das, was für uns so wahnsinnig schön macht an der Gastro und unsere Leidenschaft da immer wieder antreibt. Wenn du das dann geschafft hast, so Abend, und es war zum Beispiel bumm voll und du hast gewerkt und 10 Stunden und alle sitzen dann, das ganze Personal, wir sitzen ja vorher beieinander, wo wir dann fertig sind nach dem Putzen und wir essen einen Toast oder miteinander und das Gefühl dann, wenn man es dann geschafft hat, wo man sagt, ja, war geil heute und zugegangen ist und die Leute sind auf den Tisch gestanden und haben komplett irre und haben komplett abgefeiert und dann ist das echt so, sobald es vorbei ist, wenn man es geschafft hat, ist das so ein, weiß ich nicht, Adrenalinausschüttung oder Endorphinausschüttung. Und genau das ist so ein gewisses Geil.